Oh, hallo und herzlich willkommen. Die nächste Runde geht los. Wir spielen noch einmal Druide und schauen mal, was wir Schönes bekommen. Es ist Anfang vom Monat, das heißt, die Ladder wurde resettet und das bedeutet für uns natürlich, wir bekommen wirklich alles an Gegnern. Zum einen halt eben die mega starken Gegner und Vorbeirinnen. Und in dem Bereich natürlich auch noch. Ich muss die Wildnis schützen. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Wir lassen das Anregen drin und können damit quasi in Runde 2 schon unseren... Oh, ich hab's falsche Deck drin. Nein! Ach, das muss ich nachher umschreiben. Ich habe mein Statistikprogramm noch am Laufen gehabt. Und dabei ist mir jetzt gerade eben der Fehler passiert, dass ich das falsche Deck drin hatte. Na, Mist. Deswegen der Ausruf gerade eben. Gut, wir haben Runde 2. Wir spielen den Anregen. Und spielen unseren Yeti. Überlegt noch, wie man das spielen kann. Ich frage mich, ob er nutzt die Chance, damit er einen Vorteil mit dem Coin hat. Okay. Gut, dann spielen wir mal hier an. Wildnis. Machen wir uns drauf. Und das Ganze beginnt von neuem. Runde 4. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Er spottet ihn auf 5. Hier haben wir 3. Hier haben wir nochmal 2. Ja, dann nutzen wir das, um Kartenzieher zu machen. Wir entfernen ihn. Nutzen das Ganze, um einen Schaden zu verursachen. Und spielen zweiten aus. Der hätte allerdings auch noch warten können für eine Runde. Man weiß ja nicht, wir haben ja noch unseren Borki weiter unten drin, die wir gern ausspielen möchten. Ich muss das Land bewachen. Bringt mir Stahl! Okay, der Schmied kommt weg. Wir spielen. Wir haben 1 verringert. Und jetzt kann er quasi hier mit 3 bekommt nochmal 1 Schaden extra. Ja. Ich meine, statt ihm hätten wir auch ihn wieder ein bisschen anheilen können. Aber gerade ich muss heilen. Das Land. Ah, nochmal. Gut. Er geht uns ins Gesicht. Was natürlich sehr schön ist. Damit haben wir natürlich hier eine wunderbare Möglichkeit. Meine Augen sind offen. Ihn heilen wir wieder ein bisschen. Und hier habe ich leider nur 3 Schaden liegen. 2. Der bringt nichts.
Deswegen gehen wir hier drauf. Für die Wildnis. Gehen wir hier. Und gucken, dass wir noch schön Schaden machen. Karte ist immer noch gut. Sie hat immer noch 7 Leben. Also. Die kann uns zum Beispiel. Karte, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Gut. Runde 7. Nutzen wir um einmal Schaden. Wo soll ich zuschlagen? Geschenk drauf. Damit nehmen wir den großen Schaden weg. Das hier geht nicht. 28 zu 23. Er spielt den Borki. Wir haben hier... Da haben wir unsere 8 Schaden liegen. Und deswegen machen wir es auch so. Den lassen wir noch da. Und den kriegen wir für die Wildnis. Über einen den weg. Und ich hätte jetzt auch gern meinen Borki. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay. Gibt mir eigentlich nur Gründe. Wir buffen weiter. Oh Gott, ist jetzt natürlich schade, dass ich Wildnis. Das sind 13 Schaden, die wir noch machen müssen. Er wartet noch. So, jetzt können wir rechnen. Wir haben 14 zu machen. Das hier sind 6, das hier sind 5, sind 11, sind 12. Also rein noch gar nicht. Deswegen spielen wir so. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Gut, er spielt den Berserker. Wacht sich auf. Bringt gar nichts. Und jetzt können wir hier schön abräumen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Gut gespielt. Und das war's. Danke an den guten Delfer für die nette Runde und wir sind weiter auf dem Weg zum Legendary. Genau, Ray. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen.
War schön, vielleicht sehen wir uns ja dann morgen. Und wenn ihr noch Kommentare zu dem Deck habt, schreibt diese bitte unten in die Kommentare oder Verbesserungsvorschläge. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich vielleicht, dann würde ich mich freuen. Ich kenne ja den ganzen Scheiß mit, was man alles machen soll. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.